Ich habe das große Vergnügen, einen schönen Tag starten zu können mit einem Vortrag über athletische Meilensteine. Wie kam es dazu? Als Gerd mich vor ein paar Wochen angerufen hat und gefragt hat, hey, es findet dieses Symposium statt, hast du Lust, einen Vortrag zu halten? War ich auf jeden Fall gleich Feuer und Flamme. Und ich weiß jedes Mal, wenn ich hier bin, dass was Großartiges passiert und dass ein guter Austausch da ist. Und er hat mich gefragt, über was ich referieren will. Ich habe gesagt, gib mir einen Tag Zeit, lass ich mir überlegen, was ich 60 Minuten was erzählen kann. Und als ich den Tag Bedenkzeit hatte, kam ich mit der Idee, hey, ich würde gerne das verknüpfen, die Erfahrung, die ich mit dem DEL-Team 3 Jahre sammeln konnte, mit dem, was wir gerade mit dem Nachwuchsteam beim DEB machen. Und habe gemeint, ich würde gerne über Krafttraining im Nachwuchs referieren wollen. Meilensteine auf dem Weg zur Kraft. Und über dieses Gespräch kam die Idee mit diesen athletischen Meilensteinen zusammen, wo wir gerade dabei sind, für den DEB ein bisschen Strukturen zu entwickeln, wie wir es schaffen, Jungs, Joes auf dem Weg zu Pros begleiten zu können. Und was ich euch heute vorstelle, sind diese athletischen Meilensteine, die wir im Moment haben, für Kraft, also für Krafttraining. Wir sind dabei, wir brauchen die natürlich auch für andere Bereiche, aber heute als Idee und als Beispiel für Kraft. Also athletische Meilensteine Schritt für Schritt auf dem Weg zur Kraft soll das Thema sein. Und ich würde gerne anfangen mit einer kleinen Geschichte. Leider funktioniert der Knopf nicht. Und zwar vor 2 Jahren, 2012, hatten wir in München das Vergnügen, ein Clément Chaudon da zu haben. Und zwar war das zu der Zeit, da war Pat Cortina schon mit der Nationalmannschaft unterwegs, war Nationaltrainer, aber gleichzeitig auch noch für den EHC München verantwortlich. Und Clem, das ist der Assistant Coach von den Montreal Canadiens, war da so ein bisschen als Supervisor und zur Unterstützung. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, und das ist der Hintergrund zu dieser Geschichte, dass wir im Trainerraum standen und Pat hat Clem gefragt so, hey, was wäre der eine Tipp, den du jungen Coaches geben würdest? Und er hat gemeint, mein einer Tipp wäre, umgib dich mit Leuten, die smarter sind als du, denn die wiederum kennen Leute, die smarter sind als sie, die wiederum Leute kennen, die smarter sind als sie. Und so geht das immer weiter und man kommt eigentlich an Informationen ran, die weit über dem ist, was man im Moment weiß. Und wieso sage ich das? Weil für mich smarter das ist für mich all out. Umgib dich mit Leuten, die smarter sind, habe ich gemacht. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, nehme ich so viel Informationen mit. Wir hatten gestern ein schönes Meeting mit allen Leuten, die heute auch referieren werden. Und fühlt euch frei, genau wie wir es gestern gemacht haben, Knowledge Vampire zu spielen, sich einzusaugen in die ganzen Leute. Es kamen so großartige Informationen raus. Und nimmt das mit, was jeder für euch auch für die Praxis braucht. Okay. Lasst uns starten mit folgender Frage. Wir haben diesen Meilensteinsystem letzte Woche bei den Athletern vorgestellt und sind mit der Frage gestartet an alle Nachwuchstrainer, wann müssen eure Spieler fit sein? Einfach mal für sich selber im Kopf die Frage beantworten. Im Nachwuchs, wann müssen unsere Jungs fit sein? Und wir haben folgende Antworten bekommen. Zum Anfang der Saison, klar. Manche sagen schon, hey, nach dem Sommer, vor unserem Camp, zum nächsten Spiel. Wir wollen, dass die Jungs in jedem Spiel fit sind. Oder dann, wenn es darauf ankommt, zu den Playoffs. Wir wollen Titel gewinnen. Und klar, wir als Coaches werden so bewertet, Sieg oder Niederlage. Nur wenn wir gewinnen, sind wir gleichzeitig auch erfolgreich. Die Frage ist aber, ist es wirklich für unsere Athleten auch das Beste? Ich hätte genauso gut auch fragen können, wann müssen unsere Jungs das beste Eishockey spielen? Und vielleicht wäre dann die Antwort gewesen, wenn es darauf ankommt. Also ich will 2 Modelle mal gegenüberstellen. Fit für Samstag und fit für, wenn es darauf ankommt. Was heißt fit für, wenn es darauf ankommt? Im Nachwuchs ist vielleicht auch das Ziel, die Jungs zu einem Punkt zu führen. Wenn es darauf ankommt, heißt, wenn sie auf ihrem Peak sind, wenn sie von einem Nachwuchsspieler zum DEL-Spieler werden oder wenn sie kurz vor der Nationalmannschaft stehen.
Ich meine, die meisten Peak, die meisten haben ihre Höchstleistung vielleicht im Bereich 23 bis 30 Jahre. So, das ist der Bereich, wo der Spieler das beste Eishockey vielleicht spielen kann und wo der Spieler auf seinem Peak von der Fitness sein kann. Das heißt, es wäre doch super, wenn wir im Nachwuchs auch daran bewertet werden, wie wir es schaffen, einen Spieler von Punkt A zu Punkt B zu bringen, anstatt nur auf Sieg und Niederlage zu schauen. Fit für Samstag heißt, gewinnen oder verlieren steht im Vordergrund. Der Spieler muss jedes Wochenende fit sein. Der Spieler muss immer on point sein. Fit für, wenn es darauf ankommt, heißt, der Entwicklungsprozess ist im Vordergrund. Der individuelle Fortschritt steht im Vordergrund. Wir helfen den Spielern, besser zu werden. Wir helfen den Spielern, dahin zu kommen, wo wir sie haben wollen. Und das ist hier, Erfolg zu haben, später. Fit für Samstag heißt, wir brauchen eine frühe Spezialisierung. Unsere Spieler müssen früh, in jungem Alter anfangen, Eishockey zu spielen. Nur Eishockey und sonst nichts anderes. Fit für, wenn es darauf ankommt, heißt eine späte Spezialisierung. Heißes Thema zurzeit in der Wissenschaft. Wann muss ein Spieler anfangen, gezielt nur Eishockey zu trainieren? Und wie hilft es ihm vielleicht am Anfang auch, andere Sportarten zu machen? Kurzfristige Quick-Fix-Attitude, fit für Samstag. Wenn was ist, wenn einer nicht fit ist, wir haben ein paar Tage, wir haben ein paar Wochen, er muss fit werden. Auf der anderen Seite haben wir diesen langfristigen, schonenden Aufbau. Großes Ziel im Athletiktraining ist, Verletzungen zu vermeiden. Schaffen wir im Jugendbereich nur, wenn wir langfristig denken. Wenn wir nicht diese Quick-Fix-Attitude haben, wenn wir nicht mit dem Hammer draufschlagen. Overplayed and undertrained ist so ein großes Stichwort. Die frühe Spezialisierung führt dazu, dass wir immer nur auf Spiele aus sind. Viele Spiele, wir haben wenig Zeit eigentlich für die Entwicklung. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Verantwortung als Trainer. Erstens keine Verletzungen, dass der Spieler auch noch nach der Karriere fit ist und dass der Spieler auch danach noch sein Leben so weiterleben kann, ohne große Einschränkungen. Also es gibt diese zwei Seiten. Ich will nicht sagen, die eine Seite ist besser, ich will nur die beiden Seiten vorstellen. Und über was ich heute reden will, ist über diese Seite hier. Fit für, wenn es darauf ankommt. Wie schaffen wir es, einen Spieler von A nach B zu bekommen, vom Jugend bis in den Profibereich. Und ich will euch ein Modell vorstellen. Das Modell der langfristigen Spielerentwicklung, Long-Term Player Development. Kommt von einem Herrn Istvan Bali. Istvan Bali ist Sportwissenschaftler in Israel. Und der hat dieses Modell entwickelt für Canadian Sport for Life. Das heißt, er arbeitet ganz viel in Kanada. Und dieses Modell wurde sowohl von Hockey Canada als auch von USA Hockey, American Development Model, übernommen, die dieses Modell mit den zwei Bereichen haben. Also um einen Spieler langfristig zu entwickeln, brauchen wir einmal die langfristige technische Entwicklung, die langfristige eishockeyspezifische Entwicklung, sogenannte Long-Term Skill Development, und wir brauchen auf der anderen Seite eine langfristige athletische Entwicklung. Also wir haben diese Bereiche Athletik, Skill Development. Lasst uns das mal angucken, wie das zusammenpasst und wieso brauchen wir die beiden Bereiche. Wenn wir uns die Grafik anschauen, dann steht hier unten Zeit und das hier oben ist unser Spielerpotenzial, unser spielerischer Erfolg. Und klar, wenn wir gut Eishockey spielen wollen, müssen wir viel Eishockey spielen. Das heißt, was passiert ist, wir müssen unsere eishockeyspezifischen Fertigkeiten entwickeln und der Graf sagt nichts anderes, als dass ich in jungen Jahren, also das ist der Startpunkt von seiner Eishockey-Karriere, hier fängt der Spieler an Eishockey zu spielen, einen relativ guten Fortschritt haben. Am Anfang kommen wir relativ schnell voran im Eishockey, können dem relativ viel beibringen. Hier oben irgendwann wird der Graf immer flacher und unser Fortschritt ist nicht mehr so groß. Was ist passiert? Im zweiten Diagramm sehen wir, dass wenn wir nur noch das physische Potenzial Athletik dazu nehmen, dann ist unser blauer Graph, unsere eishockeyspezifische Entwicklung, an ein Dach angestoßen. Und das Dach ist unsere athletische Entwicklung, die eigentlich immer gleich blieb, auf gleichem Niveau. Das heißt, wir sind athletisch nicht weitergekommen und haben irgendwann das Problem, dass unsere eishockeyspezifische Entwicklung an diesem Dach athletische Entwicklung hängen bleibt.
Dieses Modell stammt von einem russischen Sportwissenschaftler, Verko Shansky, der sagt, unsere eishockeyspezifische Entwicklung kann nur so weit gehen, wie unser motorisches Potenzial, das wir umsetzen können. Wie kann jetzt Athletiktraining helfen? Oder wie können wir mit diesem langfristigen Bereich athletische Spielerentwicklung weiterkommen? Wenn wir das athletische Potenzial und das physische Potenzial weiterentwickeln, haben wir hier auf einmal einen großen Bereich, einen großen Abstand, wo wir unsere eishockeyspezifischen Fertigkeiten noch weiter nach oben bringen können. Das heißt, wir haben nicht mehr dieses Dach, sondern können es schaffen, unsere blaue Kurve noch weiter nach oben zu bringen und noch mehr Eishockey reinzupacken. Das heißt, Athletik ist eigentlich nichts anderes als Potenzial, um besser zu werden in Eishockey. Athletik hilft uns nicht, ein besser Eishockeyspieler zu sein. Athletik gibt uns das Potenzial, um ein besser Eishockeyspieler zu sein. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Glas. Das Glas ist unser Potenzial, ist Athletik. Und in dieses Glas können wir Eishockey, unsere eishockeyspezifischen Fertigkeiten reinpacken. Je größer das Glas ist, umso mehr passt rein. Das heißt, was unser Ziel ist, ist dieses Glas über die langfristige Entwicklung größer werden zu lassen, sodass wir mehr eishockeyspezifische Fertigkeiten reinpacken können. Und ein wichtiger Punkt ist, Athletik sollte nie der limitierende Faktor sein. Athletik, der Bereich, ist easy hochzubringen. Die eishockeyspezifischen Fertigkeiten zu entwickeln, ist viel schwerer. Lasst uns mal folgendes Szenario durchspielen und überlegen, was wir in dieses Glas alles reinpacken wollen. Wir haben auch bei der Athena die Frage gestellt, welche technisch-taktischen Fähigkeiten braucht ein Eishockeyspieler, um im DL-Finale den entscheidenden Pass spielen zu können. Also wir sind bei eishockeyspezifischen Fertigkeiten, wir wollen ein gutes Passing-Game entwickeln. Welche eishockeyspezifischen Fertigkeiten brauchen unsere Spieler? Kurz einmal selber nachdenken, für sich selber. Wir haben folgende Antworten bekommen. Klar, der Spieler muss den Puck annehmen können. Der Spieler muss einen Puck abgeben können. Wir brauchen ein gutes Stickhandling, braucht eine gute Puckkontrolle. Er muss frei stehen, sonst kann er keinen Pass bekommen. Er muss frei stehen, er muss sich durchsetzen können. Er muss wissen, wo seine Mitspieler stehen. Er muss das Auge haben, um den Pass spielen zu können. Und was man oft vergisst, er muss Schlittschuh laufen können. Das ist meine Frage. Darauf aufbauen ist, wenn ihr heute einen Spieler bekommen würdet, der 2025 im DEL-Finale den entscheidenden Pass spielen muss, wie würdet ihr diese technisch-taktischen Fähigkeiten, die wir gerade eben hatten, entwickeln? Also Pass im DEL-Finale, da wollen wir hin. Und wir hatten diese einzelnen Punkte gerade eben und ich denke, das Erste, was wir brauchen, ist, wir müssen Schlittschuh laufen können. Bevor wir nicht Schlittschuh laufen können, würde es keinen Sinn machen, ihm zu zeigen, hey, auf dem Eis, so nehme ich den Puck an, so spiele ich ihn weiter. Also wir brauchen die Grundfertigkeit Schlittschuh laufen. Dann wird man vielleicht anfangen, ihm zeigen, wie nehme ich den Puck an, wie gebe ich ihn ab, wie arbeite ich mit meinem Stickhandling. Und dann braucht man noch diese taktischen Fähigkeiten, Spiel lesen. Das war so freistehen, wissen, wo der Mitspieler ist, also alles, was in den Bereich Taktik reinfällt. Und was wir eigentlich haben, ist so ein schrittweiser Aufbau. Ich glaube, wir würden nicht anfangen, einen ins Spiel reinzusetzen, der noch nie auf dem Eishockeyfeld stand und sagen, hey, wir spielen 5 gegen 5, versuchen mal einen Pass zu spielen. Das heißt, wir haben einen schrittweisen Aufbau. Und was wir gerade gemacht haben, wenn wir uns nochmal die Frage anschauen, wenn ihr heute einen jungen Spieler bekommt, der im DL-Finale 2025 den entscheidenden Pass spielen kann, wie würden wir anfangen? Das allererste, was wir gemacht haben, wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir haben das Ziel DL. Wir haben das Ziel Nationalmannschaft. Und ich weiß, dass im Nachwuchsbereich vielleicht 5-10% der Leute irgendwann mal Profi-Eishockey spielen sollten oder werden. Aber ich denke, wir als Trainer sollten immer so auftreten, als würden wir den Spieler zum DL oder Nationalspieler machen wollen. Weil sonst würden wir ihm nicht die besten Möglichkeiten geben. Also unsere Spieler brauchen ein Ziel, wir brauchen ein Ziel, wo wir hinkommen wollen.
Das ist bei unseren Leuten in den U15-Camps oder in den DB-Camps Nationalmannschaft, DEL. Die wollen oben mitspielen. Was wir dann als nächstes gemacht haben, ist, wir haben Meilensteine gesetzt. Und das ist so das Modell der Meilensteine. Wir hatten als erstes, um hier hinzukommen, Passing Game. Okay, wir müssen Schlittschuh laufen können, wir müssen skaten können. Dann müssen wir passen können. Dann müssen wir mal das taktische Verständnis haben. Und so sind wir weiter auf der Treppe nach oben gekommen zu unserem Ziel, DL-Finale entscheidender Pass. Genau das Gleiche haben wir im Athletikbereich versucht zu machen. Genau das Gleiche will ich euch für Kraft heute vorstellen. Davor will ich aber noch ganz kurz euch die Geschichte von einem Shitsu Kanakuri erzählen. Shitsu Kanakuri ist der Godfather of Marathon in Japan. Und er hält den Rekord mit 54 Jahren, 8 Monaten, 6 Tagen, 5 Stunden, 32 Minuten und 20 Sekunden. Was ist passiert? Holy shit. Das ist ziemlich lang für 42,195 Kilometer. Das passiert, wenn wir die Meilensteine verlieren, wenn wir vom Weg abkommen. Was passiert ist, Shitsu Kanakuri war 1912 Olympische Spiele in Schweden der Topfavorit für Gold. Im Vorlauf Bestzeit, im Hauptlauf hat er das Problem gehabt, dass ihm die Hitze zu schaffen gemacht hat. Er ist vom Weg abgekommen, weil er am Verdursten war und ist zu einer benachbarten Party gegangen und hat sich Orangensaft geben lassen. Das Problem war, er hat die Meilensteine nicht mehr gefunden. Weil wie wissen wir beim Marathon, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Back in the days, 1912, wir wissen nur, wenn wir immer diese Meilensteine sehen, okay, Kilometer 40, Kilometer 41. Wenn wir den Weg verlassen und die Meilensteine nicht mehr sehen, wie kommen wir zurück? Und so kam die Idee der athletischen Meilensteine zustande, die uns eigentlich wie ein Kompass auf dem Weg führen. Das heißt, wenn wir mal abkommen, wissen wir immer noch, hey, da wollen wir hin, da ist unser Meilenstein. Und wir haben immer das Ziel vor Augen und wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wie haben wir das im Athletikbereich umgesetzt? Wir haben uns die Frage gestellt, als erstes Ziel DEL, welche athletischen Fähigkeiten sollte ein Eishockeyspieler haben, um in der DEL bestehen zu können? Bereich Kraft kamen wir zu folgendem Ergebnis. Und diese Werte hier sind Austausch unter uns, also unter uns Athletiktrainer, Austausch mit vielen Athletiktrainern in Amerika. Was es nicht ist, es ist nicht Rocket Science, es ist keine Wissenschaft, die dahinter steht, sondern es sind Kraftwerte, wo wir gesagt haben, okay, ein DEL-Spieler sollte im Langhantel Kreuzheben, man sieht es jetzt schlecht, 2,0-fache Körpergewicht bewegen. Er sollte einbeinig, Langhantel Storchenbaby, einbeiniges Heben, das 1,0-fache Körpergewicht für 3 Wiederholungen bewegen. Er sollte die Langhantel Frontkniebeuge, das 1,5-fache Körpergewicht für 3 Wiederholungen schaffen. Er sollte eine Frontschnittkniebeuge, hinteres Bein erhöht, das 0,8-fache Körpergewicht für 3 Wiederholungen schaffen. Er sollte Bankdrücken mit der Langhantel, das 1,25-fache Körpergewicht für 3 Wiederholungen schaffen. Er sollte stehendes Langhantel-Frontdrücken nach oben, 0,8-fache Körpergewicht für 3 schaffen. Er sollte vorgebeugtes Langhantel-Rudern, 0,8-fachen Körpergewicht für 3 schaffen. Er sollte einen Glimmzug mit einem Zusatzgewicht vom halben Körpergewicht für 3 Wiederholungen schaffen. Und er sollte Stand umsetzen, das Umsetzen vom Boden, das 1,2-fache Körpergewicht für 3 Wiederholungen schaffen. Das war unser Ziel, wo wir gesagt haben, auf Kraftniveau wollen wir dahin. Das nächste Ziel war, wir müssen uns diese Meilensteine setzen. Und diese Meilensteine fangen im Knabenlevel an. Was muss ein Spieler auf Knabenniveau können? Was muss ein Spieler auf Schülerniveau können? Meilenstein 2. Was muss ein Spieler auf Jugendniveau können, dass wir am Ende hier zu dem Ergebnis kommen?
Was wir machen ist, wir gehen die einzelnen Übungen durch. Ich zeige euch die einzelnen Übungen, ich zeige euch die einzelnen Progressionsstufen. Im Moment ist das große Fragezeichen, was steckt hinter den einzelnen Übungen, hinter den einzelnen Begriffen. Lasst uns mal ein Beispiel angucken. Langhantel-Kreuzheben. Also mit der Kreuzhebel mit der Langhantel-Kreuzheben machen zu können. Schafft unser Athlet, wenn er auf Knabenniveau die Bewegungskompetenz hat. Wenn er uns zeigen kann, okay, er kann die Bewegung sauber ausführen. Da fangen wir schon an, das Bewegungsmuster anzubahnen, ihm die Fähigkeit zu geben, die Bewegung richtig ausführen zu können. Level 2 auf Schülerniveau arbeiten wir mit der Kurzhantel oder mit der Kettlebell. Wenn er schafft, 40 Kilo achtmal zu bewegen, ist er stark genug, um den nächsten Meilenstein angehen zu können. Jugendniveau wäre das Ziel, mit der Langhantel zu arbeiten und das 1,0-fache Körpergewicht für 6 zu bewegen. Also was wir haben, ist so eine schrittweise Steigerung mit dem Ziel am Ende, dieses Niveau DEL zu erreichen. Anderes Beispiel, einbeiniges Hebenmuster. Er braucht erst wieder die Bewegungskompetenz. Das schafft er mit seinem eigenen Körpergewicht. Er muss einen Medizinball einbeiniges Heben, Muster bewegen können. Dann muss er das Ganze einarmig beladen, Fokus mehr auf Stabilität. Dann mehr Gewicht zweiarmig. Und am Ende kommen wir daraus, Langhantel-Strauchenbaby, Langhantel-Kreuzheben, einbeinig, 1,0-fache Körpergewicht für 3. Also was wir gemacht haben, ist Meilensteine zu setzen für verschiedene Nachwuchsbereiche, wo wir sagen können, wenn wir das schaffen, sind wir auf einem guten Weg, auf einem guten Niveau, um langfristig Kraftwerte für den DL-Bereich schaffen zu können. Lasst uns anschauen, wie das Ganze zustande kommt, was wirklich dahinter steht, was ist die Theorie und lasst uns ein bisschen über Krafttraining reden. Was ist Krafttraining überhaupt? Was bringt uns Krafttraining? Krafttraining ist im Endeffekt nichts anderes als Potenzial, unseren eigenen Körper durch Raum und Zeit zu bewegen oder einen externen Körper durch Raum und Zeit zu bewegen. Krafttraining, und Pierre hatte letztes Mal bei der B- und A-Trainer-Fortbildung ein schönes Bild. Wenn wir uns vorstellen, unser Körper ist wie ein Auto, dann ist Kraft der Motor. Wir brauchen einen großen Motor. Aber was wir auch brauchen, ist, wir brauchen ein gutes Getriebe, wir brauchen ein gutes Gehäuse, wir brauchen einen guten, großen Tank. Das heißt, wir brauchen noch all diese anderen Dinge auch, weil nur dann kriegen wir auch die Kraft vom Motor auf die Straße. Das heißt, Krafttraining ist ein großer Bereich. Krafttraining ist aber nicht komplett alles. Nur als Hintergrund, weil wir jetzt nur über Kraft reden und nur über Kraftwerte. Welches Krafttraining ist für uns das Beste? Es gibt CrossFit, es gibt olympisches Gewichtheben, es gibt Kraft-Dreikampf, es gibt Bodybuilding-Training. Was brauchen wir für Eishockey? Wir beschreiben das am besten, wir brauchen ein progressives, bewegungsbasiertes Krafttraining mit Bodenkontakt. Lasst uns erst einmal durchgehen, was das heißt. Was heißt progressiv? Progressiv heißt nichts anderes als wie diese Meilensteine. Wir brauchen ein Step-by-Step-System. Das Ziel, mit der Langhantel zu arbeiten, muss der Athlet sich erstmal verdienen. Es gibt einen Krafttrainer in Amerika, der sagt, Strength is a skill. Genauso wie Eishockey eine Fertigkeit ist, kann man auch die Fertigkeit Kraft erlernen. Und wie vorne auch schon bei dem Beispiel Passing Game, wir würden nicht anfangen, den 5 gegen 5 spielen zu lassen, sondern wir würden anfangen, Schritt für Schritt das Ganze aufzubauen. Das heißt, wir brauchen ein Step-by-Step-System, never skip a step. Wir würden nicht hier anfangen, sondern müssen erst vorne anfangen. Erst Bewegungskompetenz, dann brauchen wir Stabilität und auf die Stabilität können wir irgendwann Power draufpacken, Kraft draufpacken. Wichtig ist, dabei sollte immer Qualität vor der Quantität stehen. Also die Bewegungsausführung ist immer wichtiger, als wie viel Gewicht wir draufpacken. Ziel ist schonender Aufbau, Ziel ist nicht mit dem Hammer draufzuschlagen. Was heißt mit Bodenkontakt? Wir Menschen sind im Endeffekt biologische Systeme und biologische Organismen folgen einer Regel. Das heißt, wir passen uns in den Bereichen an, in denen wir überwiegend drin sind, in denen wir überwiegend leben. Das heißt, ein Schreibtischathlet wird irgendwann aussehen wie ein Schreibtischathlet. Wenn wir Kranfahrer sind, ist es okay, so zu trainieren. Es ist okay, auf einer Bank zu sitzen und Gewicht nach vorne zu drücken. Weil das ist die Funktion, die ein Kranfahrer braucht. Wenn wir aber Eishockeyspieler sind,
müssen wir unseren Fuß auf den Boden bringen. Müssen wir mit Bodenkontakt arbeiten. Das ist das Ziel im Sport, die Kraft im Boden reinzubringen oder die Kraft von unseren Füßen auf die Fingerspitzen zu übertragen. Was ist der große Unterschied? Mein Anatomieprofessor hat mir immer versucht beizubringen, dass die Oberschenkelrückseite für die Beugung vom Knie verantwortlich ist und für die Streckung von der Hüfte. Wenn wir aber den Fuß auf dem Boden haben, macht die Oberschenkelrückseite auf einmal eine Kniestreckung. Das heißt, die Funktion ist auf einmal eine ganz andere. Dementsprechend müssen wir auch trainieren. Fuß auf dem Boden, geschlossene Kette, andere Funktion von der Muskulatur. Das heißt, Fuß auf dem Boden, bewegungsbasiert. Was steckt hinter bewegungsbasiert? Bewegungsbasiert heißt nichts anderes, wir wollen Bewegungen trainieren, nicht einzelne Muskeln. Unser Gehirn funktioniert nicht nach Muskeln, sonst würden wir uns so bewegen, sondern unser Gehirn hat nur Output im Vordergrund. Das heißt, wir können einen Gegenstand werfen, wir können was schießen, wir können was fangen, wir können was wegwerfen. Das heißt, unser Gehirn weiß nur Bewegungssequenzen. Dementsprechend wollen wir auch Bewegungssequenzen trainieren. Wenn wir Bewegungen trainieren, vergessen wir nicht einzelne Muskeln. Bodybuilding-Training hat uns immer gesagt, Muskeln sind wichtig. Viele sagen, Osteopathen sagen, Muskeln sind dummes Gewebe. Wir brauchen diese Software hier oben, die wir trainieren wollen, damit wir das Ganze auch umsetzen können. Welche Bewegungen können wir trainieren? Wenn wir im Zeitalter der Neandertaler überleben wollen würden, dann bräuchten wir diese vier Bewegungsmuster. Das ist einmal das Bewegungsmuster heben. Wenn wir die Keule anheben wollen oder wenn wir das Holz zum Feuer machen anheben wollen, brauchen wir das Bewegungsmuster heben. Okay, das ist ein Bewegungsmuster der unteren Extremität, das der Mensch braucht. Kniebeuge ist das zweite Bewegungsmuster. Was auf dem Boden suchen, Feuer machen zu können. Dafür brauchen wir das Bewegungsmuster Kniebeuge. Für die Oberextremität ist, wir müssen was ziehen können und wir müssen was drücken können. Wir müssen was wegschieben können. Dann haben wir im Training noch einen Bereich, das ist der Core. Das ist unser Kern hier, unsere Stabilität. Was der Core macht, was die Stabilität macht, ist, er verbindet unsere untere Extremitäten, unsere Beine, mit den oberen Extremitäten. Wenn wir hier nicht stabil sind, gehen uns die Energie flöten, gehen uns die Kraft flöten, die wir von den Beinen in die Arme generieren. Das heißt, wir haben diese fünf Bereiche, die wir trainieren wollen. Lasst uns noch mal kurz einsteigen und die Unterextremität anschauen. Bewegungsmuster heben, Kniebeuge. Was wir jetzt weitermachen können, ist unterteilen, einmal zweibeinig und einbeinig. Das heißt, wir haben das Bewegungsmuster heben, zweibeinig, einbeinig und wir haben das Bewegungsmuster Kniebeuge, zweibeinig und einbeinig. Lasst uns als erstes mal die Bewegungsmuster anschauen. Was heißt heben, was heißt Kniebeuge? Und da gibt es ein schönes Heben-Kniebeuge-Kontinuum, das uns Folgendes sagt. Ganz rechts steht die Kniebeuge mit dem Kennzeichen, dass unser Oberkörperwinkel parallel zu unserem Schienbeinwinkel ist. Das ist die Kniebeuge links. Das heißt, was wir hier haben, ist maximale Kniebeugung und maximale Hüftbeugung. Auf der linken Seite, Bewegungsmuster heben, kennzeichnet sich dadurch, dass unser Schienbeinwinkel vertikal ist und unser Oberkörper zum Schienbeinwinkel nach vorne kippt und einen relativ steilen Winkel hat. Will nicht sagen rechtwinklig, aber der Winkel wird auf jeden Fall steiler. Wir haben keine parallelen Linien. Was wir hier haben, ist maximale Hüftbeugung. Das ist ähnlich wie bei der Kniebeuge. Und wir haben minimale Kniebeugung. Das heißt, wir haben unsere Last eher wie so eine Steinschleuder auf dieser ganzen hinteren Kette. Bei der Kniebeuge haben wir eher unsere Last auf dem vorderen Bereich. Ich zeige deshalb diese Grafik, weil es ganz wichtig ist für die Praxis, diesen Unterschied zu kennen. Kniebeuge heben. Alles andere hier dazwischen würde irgendwann auf dieses Kontinuum fallen, zwischen Kniebeuge und Bewegungsmuster heben. Was heißt zweibeinig, einbeinig und wieso ist das wichtig? Auch große Diskussion. Was ist näher am Sport? Eher auf einbeinig, eher beidbeinig. Auch hier kann man das Ganze wieder in so einem Kontinuum betrachten. Auf der einen Seite zweibeiniger Bereich, wo wir nebeneinander stehen, wo wir eine relativ große Unterstützungsfläche haben. Was da passiert ist, dass unsere Prime Mover, das heißt unsere oberflächlich große Muskulatur, viel arbeitet. Das heißt, wir haben hauptsächlich vorne die Last. Was passiert einbeinig ist, dass unsere Unterstützungsfläche
immer kleiner wird. Und unsere ganzen Stabilisatoren an der Hüfte, am Rumpf arbeiten viel mehr. Alles dazwischen ist wieder ein Kontinuum. Wie zum Beispiel die dritte Beinposition, die der menschliche Körper noch hat, ist in der Schrittstellung. Ein Fuß ist vorne, ein Fuß ist hinten. Was passiert ist, die Unterstützungsfläche ist wieder ein bisschen kleiner als beidbeinig, aber ein bisschen größer als einbeinig. Das heißt, es wäre diese Zwischenstufe hier oben irgendwo, sodass wir unsere Übungen wieder hier einordnen können, beidbeinig, einbeinig. Was ist näher an unserem Sport dran? Skaten, abdrücken auf einem Bein, genauso wie Laufen, findet immer zum großen Anteil auch auf einem Bein statt. Das Problem ist aber, dass es im Moment noch keine Studie gibt, dass dieses einbeinige Training auch gleichzeitig unseren Power-Output, also viel Kraft, im Sport bewirkt. Das heißt, was wir rechts haben mit der großen Unterstützungsfläche ist, wir haben eher ein powerorientiertes Training und was wir links haben, ist, wir haben eher ein stabilisierendes Training. Darum brauchen wir beide Bereiche, sowohl einbeinig als auch beidbeinig. Lass uns die Übungen angucken für Bewegungsmuster heben, beidbeinig und die Progression. Ziel ist Langhantelkreuzheben, zweifaches Körpergewicht für drei. Schritt als erstes ist, wir brauchen Bewegungskompetenz. Wir müssen das Bewegungsmuster ausführen können. Wenn wir auf Level 1 Knaben 12 Wiederholungen ein Bewegungsmuster schaffen, können wir happy sein. Wir sind auf unserem Meilenstein, wir gehen in die richtige Richtung. Wenn wir auf Level 2 Schüler 40 Kilo für 8 Wiederholungen Kreuzheben mit der Kurzhantel oder Kettlebell schaffen, wir sind auf dem richtigen Weg. Level 3, 1,0-fache Körpergewicht für 6. Ziel nach rechts, DL-Level 2,0-fache Körpergewicht für 3. Kurz dazwischen. Ja. Was meinst du genau mit Power? Das ist auch in der Literatur immer so ein bisschen schwammig. Ja, Strength, Power, so die Differenzen, um das vielleicht ein bisschen. Ja, also für mich ist Power Kraft mal Geschwindigkeit. Also ich kann relativ große Kraft bewegen mit kleiner Geschwindigkeit. Oder ich kann eine kleine Kraft, ein kleines Gewicht mit großer Geschwindigkeit bewegen. Und bei den meisten Übungen ist so der größte Power-Output zwischen 30-80%. Und dementsprechend kann ich auch meine Trainingsziele einordnen. Das heißt zum Beispiel ein Kraft-3-Kämpfer, der viel Gewicht bewegt, ist eher in dem Bereich, wo er viel Gewicht mit wenig Geschwindigkeit bewegt. Und Medizinballtraining zum Beispiel ist eher kleines Gewicht mit großer Geschwindigkeit. Also könnte man von Schnellkraft sprechen? Wenn wir von Schnellkraft sprechen. Power, ja. Schnellkrafttraining. Ja, Power ist Schnellkrafttraining, ja. Einbeinig. Ziel einbeiniges Bewegungsmuster, heben 1,0-fach Körpergewicht mit der Langhantel. Wir müssen uns wieder das Langhanteltraining verdienen. Schaffen wir einbeiniges Stochenbaby, 12 Wiederholungen mit Medizinball, um die Bewegungskompetenz zu zeigen. Zweiter Schritt ist, ich nehme eine Kugel, Stabilität, 16 Kilo für 8 Wiederholungen. Level 3 ist 2x24 Kilo, auf beiden Seiten mehr Last für 6 Wiederholungen. Kniebeuge. Ziel, Frontkniebeuge mit der Langhantel, 1,0-fache Körpergewicht für 3. Herzschlagkniebeuge. Dient auch wieder dazu, Bewegungskompetenz, kann er die Kniebeuge richtig ausführen, kann er hier noch, hat er die Stabilität, um die Kugel rauszubringen, kann er wieder zurückkommen. Zweites Level, ich gebe ihm das Gewicht in die Hand, lass ihn hier arbeiten. Drittes Level, ich nehme zwei von den Kugeln, habe sie hier in der Rack-Position, was viel größere Anforderungen wieder an die Stabilität bedeutet. 2x24 für 6, Level 3, Jugendniveau. Einbeinige Kniebeuge, Schrittkniebeuge, 12 Wiederholungen, eigenes Körpergewicht, Level 1, Level 2 mit Gewicht 16 auf beiden Seiten für 8, Level 3, 32 Kilo hier oben für 6 Wiederholungen führt mich zum Langhanteltraining mit 0,8-fachen Körpergewicht für 3.
Was steckt so ein bisschen hinter zwischen diesen einzelnen Levels? Die Idee ist, solange ich mit meinem Körpergewicht kräftiger werde, wir sehen das nachher bei der Liegestütze, ist mein Ziel, mit dem Körpergewicht zu arbeiten. Wieso soll ich ihm Gewicht geben, im Jugendspieler, wenn er mit seinem eigenen Körpergewicht immer noch stärker wird? Irgendwann kommt aber ein Level, wo es schwer wird, mit dem eigenen Körper noch kräftiger zu werden. Und da kommen wir schneller voran, wenn wir ihm Gewicht in die Hand geben. Bewegungsmuster obere Extremität, ziehen, ziehendes Bewegungsmuster, können wir einteilen einmal in horizontales Ziehen und einmal in vertikales Ziehen. Drücken, genau das gleiche. Wir können horizontal drücken und wir können vertikal drücken. Drücken horizontal. Ziel ist mein Langhantelbankdrücken mit 1,25-fachem Körpergewicht für 3. Für Level 1 12 Wiederholungen in kurzen Liegestütz auf den Knien. Level 2 ist, ich habe den geraden Liegestütz mit 16 Wiederholungen. Level 3 ist, ich arbeite mit Kurzhanteln, 25 Kilo auf beiden Seiten für 6. Das verdeutlicht so ein bisschen auch, was dahinter steckt ist. Solange ich mit dem Körpergewicht kräftiger werde, bleibe ich beim Jugendbereich, im Nachwuchsbereich im Körpergewicht. Nächster Schritt wäre, ich nehme Kurzhanteln dazu. Kurzhanteln haben eine größere Anforderung an die Stabilität und sind bei weitem schonender für die Schulter, als wenn ich mit der Langhantel arbeite. Wenn ich aber 25 Kilo auf beiden Seiten für 6 bewege, brauche ich langsam mehr Gewicht und gehe zur Langhantel über. Wie sieht es beim Drücken vertikal aus? Ziel ist, mit der Langhantel über Kopf zu drücken. Großes Problem vertikalen Drücken ist, ich brauche erstens Schulterstabilität. Zweitens, ich brauche Stabilität hier unten, Beweglichkeit oben in der Brustwirbelsäule im Schulterbereich. Darum arbeite ich auf Level 1 mit einer stabilisierenden Übung für die Schulter. Gehen wir in der Kugel so spazieren, um Schulterstabilität anzubahnen. Arbeit auf Level 2 im halbknienden Niveau. Halbkniendes Niveau ist eine Position, in der wir von der Bodenlage langsam ins Stehen kommen, wo wir es besser schaffen, unseren Oberkörper zu stabilisieren und gleichzeitig vertikal arbeiten zu können. Level 3 ist, ich mache das Ganze im Stehen mit 2 Kugeln. Ziehen. Ich arbeite erst wieder mit dem Körpergewicht für 12 Wiederholungen im 45-Grad-Winkel, sei es an der Langhantel oder sei es an einem Sling-System hier. Dann verändere ich die Position, arbeite mehr mit der Schwerkraft für 8 Wiederholungen in horizontaler Position. Dann gehe ich wieder an meine Kurzhantel oder an meine Kettlebell, 2x20 Kilo für 6. Und Level 4 ist, ich gehe ins vorgebeugte Langhantelruder, 0,8-fache Körpergewicht für 3. Vertikal ziehen. Wir sind beim Klimmzug. Level 1 ist es. Ich muss erst wieder die Stabilität haben. Ich muss in 90-90-Position, der Position, 12 Atemzüge hängen können. Schafft jeder in dem Bereich. Dann 8 Wiederholungen mit dem Körpergewicht schaffen. Dann nehme ich Zusatzgewicht, 0,25-fache Körpergewicht für 6. Und am Ende bin ich beim 0,5-fachen Körpergewicht für 3. Letzter Bereich, den wir uns noch anschauen wollen, ist dieses Core-Stabilitätstraining. Da müssen wir uns mit 3 Ebenen unterscheiden. Das heißt, unser Körper kann 3 Ebenen stabilisieren. Das ist einmal die Sagittalebene. Das sind alle Bewegungen, wo der Körperschwerpunkt auf- oder abwärts wandert. Das sind alle Bewegungen, die mit Beugung und Streckung zu tun haben. Ebene 2 ist die Seitebene, alle Bewegungen, die nach außen gehen. Ebene 3 ist die rotatorische Ebene, alle Rotationsbewegungen, die wir machen wollen. Unsere Stabilisatoren arbeiten in den verschiedenen Ebenen unterschiedlich. Deswegen müssen wir auch diese verschiedenen Ebenen trainieren. Stabilitätstraining, Core-Training ist immer Anti-Bewegungstraining. Das heißt, was wir wollen ist, Bewegung nicht zulassen. Wir wollen keine Bewegung in der Seitebene zulassen. In der Rotationsebene wollen wir keine Bewegung in Rotation zulassen. Wie können wir da Meilensteine kreieren? Sagittalebene. Diese Bewegungen, Schwerpunkt hoch und runter. Ziel ist es, ich mache Rollouts mit der Langhantel. 8 Wiederholungen. Das heißt, ich bin in kniender Position, roll nach vorne. Was brauche ich auf Level 1? Auf Level 1 brauche ich, muss meine Spieler erstmal dazu bringen, raus aus dieser Position zu kommen. Hier zu stabilisieren. Den Bereich zu fixieren. Das schaffe ich mit Shrimps für 8 Atemzüge. Das ist die Übung, die wir verwenden. Zweites Level ist Rumpfstütz, 8 Atemzüge. Level 3 ist, ich nehme einen Ball dazu,
erhöhe die Instabilität und rühre den Ball für 8 Atemzüge. Level 4, Langhantel Rollouts. Seitebene. Ziel ist, ich will im Stehen arbeiten. Ich will mit der Kugel marschieren gehen und 0,8-fachen Körpergewicht für 8 Atemzüge. Ich muss erstmal den Seitstütz können. Dann muss ich den Seitstütz können mit dem unteren Bein erhöht. Dann den Seitstütz mit dem oberen Bein erhöht. Letztes im Stehen. Rotatorische Ebene. Ziel ist es, mit einer Langhantel zu arbeiten, im Stehen hier zu sein, keine Rotation zuzulassen. Die Langhantel zu bewegen, ohne zu rotieren in der Hüfte und im Rumpfbereich. Schaffe ich auf Level 1, ich muss krabbeln können. Wir verlieren die Fähigkeit zu krabbeln. Krabbeln ist eine Progression in der frühkindlichen Entwicklung, die uns lernt, Stabilität zu kreieren. Wir müssen uns gegengleich bewegen, linkes Bein, rechte Hand. Level 1, Bärgang für 8 Atemzüge. Level 2, Knienposition mit Band oder Seilzug, der mich eigentlich in die Position zieht, muss hier dagegen arbeiten. Komm nach vorne, ohne das hier zuzulassen. Level 3, große kniende Position. Level 4, stehende Position. Das hat uns im Endeffekt zu diesem Meilenstein geführt. Mit den Überlegungen, welche Bewegungsmuster brauchen wir? Wie können wir die Bewegungsmuster einteilen, zweibeinig, einbeinig, horizontal, vertikal? Was brauchen wir auf Level 1, um am Ende auf Level 4 zu kommen? Welche Schritte brauchen wir dazwischen? Gleiche Übersicht hier nochmal für den Rumpfbereich. Die drei Ebenen, Sagittal, Seitebene, rotatorische Ebene, Level 1 bis Level 4. Lass uns das nochmal zusammenfassen und die Idee nochmal dahinter zu verstehen, wie helfen uns diese athletischen Meilensteine. Die athletischen Meilensteine helfen uns festzustellen, erstens, wo steht mein Team? Was heißt fit für eine Knabenmannschaft? Was heißt fit für eine Schülermannschaft? Ich brauche eine Vorstellung, wo will ich hin? Ich brauche das Ziel. Hilft mir aber auch festzustellen, wo stehen meine einzelnen Spieler? Hilft mir, die Frage zu beantworten. Wie stark muss ein Spieler sein für mein Team? Was will ich fordern? Was muss ich fordern? Hilft mir aber auch, Entscheidungen zu treffen. Was ist die richtige Übung für einen Spieler? Was ist die richtige Progressionsstufe? Hilft mir, Motivation zu kreieren. So, wenn ich sehe, hey, der Peter ist auf seinem Meilenstein schon ein bisschen weiter voran, entwickelt Ehrgeiz, ich will auch so weit sein, ich will auch weiterkommen. Abschließend ein Zitat von Theodor Fontane, das Leben gleich einer Reise, Silvester ein Meilenstein. Ich glaube, Eishockey gleicht einer Reise und jedes Jahr in der Entwicklung gleicht einem Meilenstein.